du erstmal losfahren. Ich muss jetzt erstmal in den richtigen Mut kommen, Mann. Was wird das hier eigentlich? Wird das ein Wanderfilm oder was ist los? Hier ist weder eine Straße noch Handyempfang. Jetzt sei nicht so ungeduldig, genieß mal lieber die Aussicht hier. Hast du mir versprochen, dass du das mit Le Mans wieder gut machen willst? Ich mach das auch gut. Jetzt sei mal ein bisschen geduldig. Wie denn hier in der Wir sind auf dem Weg dahin. Das wird die Wiedergutmachung des Jahres. Versprochen. Da bin ich mal sehr gespannt. So, wir sind fast am Ziel. Diese Holzscheune. Willst du jetzt Kühe füttern oder was willst du machen? Kühe füttern. Nee, in solchen Scheunen haben sie damals in Le Mans die Rennwagen zusammengeschraubt. Fürs 24-Stunden-Rennen. Ja, das weiß ich. Deswegen müssen wir uns seit lange nicht so ein Ding in echt angucken. Ja, pass mal auf. Bist du bereit? Tada! Ich flipp aus. Scheunenfund oder was? Ja, Scheunenfund von wegen. Es lebt. Pass auf. Zack. Hast du den organisiert? Ja, klar. Weißt du, was das ist? Nee. Und jetzt? Ja, das ist ein Ford GT, Mann. Ja, natürlich! Hast du sowas schon mal in echt gesehen? In echt das noch nicht gesehen? Das ist eine Ikone. Und vor allem noch nicht gefahren. Brandneu. Und guck dir das Design an. Das ist für die Rennstrecke entwickelt. Das Ding ist komplett aus Carbon, ne? Carbon, ja. Monocoque. Alles, was du sehen kannst, ist aus Carbon. Und guck dir mal das Ding von hinten an. Alter, wie sieht das bitte aus? Das ist unfassbar. Das ist meine Wiedergutmachung. Der sieht so unglaublich aus. Dann haben wir auch die richtigen Reifen drauf. Ja, wir wollen ja Kurvenstrecke fahren. Hochalpenstraße. Cup 2. Ja, normal. Ja, und das ist meine Wiedergutmachung an dich. Das ist kein Riesenrad, das ist ein Siegerauto. Und das Beste ist, hier ist der Schlüssel für dich. Helge, du bist der Beste. Ich weiß, steht schon auf der Nordschleife. Ja. Alter, was für ein Moment. Großartig, und es klart sogar auf. Das ist die Weiterentwicklung des legendären Autos, was Henry Ford II. Damals gebaut hat. Warum? Er wollte eigentlich Ferrari kaufen, aber Enzo hat Rückzieher gemacht. Er hat gesagt, jetzt mache ich dich fertig, jetzt baue ich den Supersportwagen. GT40 war geboren, hat, glaube ich, 4-mal Le Mans gewonnen. Und diese Legende, ne, diese Living Legend, ist jetzt mit uns auf der Straße. Mir fällt absolut gar nichts ein, was diesen Tag trüben könnte. Ey, guck mal, siehst du die Scheune da? Weißt du, was da drin läuft? Okay, mir fällt doch was ein. Oh. Alter, dieses Auto ist so ein Brett. Kann das noch schöner werden, Helge? Es kann immer schöner werden. Was tanzt du denn da wieder am Handy rum? Genieß doch mal die Aussicht. Hey, Aussicht hatte ich die ganze Zeit. Ich habe jetzt eine ganz andere Aussicht. Schon mal was von Speed Hunters gehört? Ja, zeig mal. Weltweite Community von Fotografen und Petrolheads, so wie wir das sind. Das sieht gut aus. Schöne Bilder, ne? Ja. Wenn du einmal mitgedacht hättest, ne, hättest du die hierher bestellt, hätten wir ein krasses Shooting machen können mit dem Ford GT. Ich meine, dieses Auto hat niemand vor der Linse. Ich hab die angefunkt. Weißt du was? Wir fahren da jetzt hin. Larry Chan, einer der Besten, der ist hier. Das ist cool. Ich weiß, wo der Treffpunkt ist, also kriegen wir jetzt den Schlüssel. Ja, weil du nicht weißt, wo wir hinfahren. Du kannst mir sagen. Komm, ey, wollen wir jetzt Larry Chan treffen oder was? Jetzt komm, geh her. Ich fahr. Alles klar. Das war ein ganz schlechter Trick von dir. Ja. Zum Glück müssen wir nicht mit dem Wohnmobil fahren. Ich bin immer wieder sehr überrascht, Helge, wie dieser Reifen deine doch sehr interessante Linienwahl wieder wettmacht. Was redest du? Da ist eine Scheune, guck mal. Ach, okay, ich bin ja still, Helge. Ich bin still. Da ist er. Jawohl. Hey, Larry. Hey, Helge. Nice to meet you. Nice to see you. Nice to meet you, Matthias.
So great that you made it up to this beautiful place here. Are you kidding me? This place is amazing. It's the Silvretta Hochalpenstrasse. Yeah, it's perfect for shooting cars. What do you do exactly when you're traveling around the world? Yeah, my job is something that I always say shouldn't exist. You know, I travel the world to pretty much whatever country I want to go to. Show us some pics? Yeah, sure. I have just a couple selections from over the years, just some jumping trucks or whatever. So I'm really looking forward to being able to actually like really take some time to look at the shapes of the Ford GT. And let's do it. Yeah? Yeah. We can take it around. Wanna see it? That would be awesome. Let's go for a ride. Yeah, I'm looking forward to it. I will drive. Yeah. You do the photos. Okay. And you do the photo car. It's gonna be a dream shoot. Dream car, dream road. Yeah. Dream driver. Yeah. There it is. It looks so good. I love it. I love the color. It's a Ford color. Yeah. Aber Helge, du musst aus dem Bild, sonst kann er keine Fotos machen. Ja, ja. What do you think? What's the most beautiful view of it? I think the best view of it is when it's driving. Correct. Look at your pictures you made for me. Yeah, sure. Here's just a couple of them. Oh, this one is yeah, good. Yeah. I want to do basically my last shot. Okay, the last shot, then we have to go there also. Yeah, okay, all right. Helge? Eins können wir so machen. One, two, three. Yeah, this will be your album cover. Okay. Yeah, it was good hanging out with you guys. Oh, thank you so much. Thank you so much here. For bringing for such an awesome car. I'm so glad I got to shoot it. And you guys go enjoy it. Und jetzt kannst du mir mal die anderen Schlüssel geben. Welche Schlüssel? Ja, weil ich meine, wir haben hier noch keine Challenge gemacht. Was? Der Roadtrip geht doch nicht zu Ende ohne Challenge, oder? Ja gut, hast du eine? Ja, ich habe eine Idee, aber dann muss ich ja hinfahren. Nee. Gut, ich sag dir, wo es lang geht. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist mal eine gute Idee. Ja. Schlüssel, der war gut, wirklich. Der war echt nicht schlecht. Sind klar, ne? Wir gehen mit dem Board ins Wasser. Wer als erster runterfliegt, hat verloren. Und der Gewinner darf das Ziel vom nächsten Roadtrip aussuchen, wenn wir nächstes Jahr wieder auf Tournee gehen. Okay, und der Gewinner darf das Baby nach Hause fahren. Meinetwegen auch das. Okay. Ja. Welches willst du? Ich nehme das linke. Auf geht's. Und so, ne? Ja. Ja. Ist das Feuer? Hier können wir ja stehen. Helge, was für ein Tag. Großartig, oder? Ja, bis auf das Ende. Ach, ich fand super. Ja. Warum lande ich eigentlich immer im Wasser? Ja, musst du dich mal selber fragen. Ja, wo geht's denn jetzt hin? Du meinst nächstes Jahr auf unserem traditionellen Roadtrip? Ja, ich werde mir was Schönes überlegen. Aber erstmal fahre ich GT.